frei von Sorgen und Ängsten. Denken ist Beten. Machst du dir Sorgen, dann ist es deswegen, weil du Gott um etwas bittest, was du eigentlich nicht willst. Dein Unterbewusstsein nimmt deine Ängste als Bitte auf. Wovor du dich fürchtest, das geschieht in deinem Leben. Du kannst vor deinen Sorgen und Ängsten nicht weglaufen. Egal wo du bist, dein Bewusstsein ist immer bei dir. Dein Bewusstsein ist der einzige Ort, an dem sich deine Sorgen und Ängste aufhalten. Oft trägst du schwere Last aus Sorgen, Ängsten, Problemen wie einen Rucksack mit, bis du jeglicher Bewegung und Freude beraubt bist. Dadurch entstehen Blockaden in deinem Leben und es tauchen unüberwindbare Hindernisse auf. Du kannst diese Last abnehmen. Gott trägt euch beide. Deine eigene Vorstellungskraft ist dafür verantwortlich, wenn an deine Tür Sorgen und Ängste anklopfen. Diese Vorstellungskraft kannst du aber ebenso gut für Freude, Freiheit und Seelenfrieden nutzen. Akzeptiere nicht die negativen Bedingungen um dich herum. Wenn du das tust, bedeutet das, dass du diesem Negativen mehr Glauben schenkst als Gott. Alles hat seine Ursache im negativen Denken. Glaubst du, dass du keinen Ausweg mehr weißt, dass du hilflos und verloren bist? Dann stellst du die Behauptung auf, dass das Universum, dass Gott keine Lösung für dich hat. Machst du dir Sorgen, dann machst du dir Angst, denn du fürchtest nicht, was geschehen ist, sondern du fürchtest, was kommen kann. Sei dir doch bewusst, dass der Schöpfer immer größer als seine Schöpfung ist. Lebe nach den höchsten Prinzipien, handle recht, sei in Liebe und Harmonie. Du kannst entscheiden, welche Gedanken du in welchen Situationen denkst. Dadurch, dass du Gedanken in Gott hast, hast du die höchste Schwingung erreicht und deinen Sorgen und Ängsten jegliche Existenz genommen. Das, was du fürchtest, wovor du Angst hast, existiert ausschließlich in deinem Geist und bedeutet eine falsche Überzeugung und ist ein Signal dafür, dass du das Falsche denkst und glaubst. Ändere dein Denken und du wirst davon befreit. Fürchte dich nicht, den Kampf gegen Angst und Sorge aufzunehmen. Du hast es zwar mit einem aggressiven Gegner zu tun, aber du kannst die unrechtmäßige Herrschaft deiner Furcht besiegen, indem du der eigene Meister deines Inneren bleibst.